France Bleu Ilsos. Gehst du mir da und vielleicht nicht geschafft und dann komm, ich in der Garage früh oder im Keller oder oben, ein bisschen Sorgen, oh, die alte Tafel von der Großmutter, was mache ich denn damit, warum denn ich es nicht verkaufen oder noch Sorgen kaufen für den Zümer. Das kann ich alles finden am Salon Européen de l'Antiquité, de la Brocante et du Design in Strasbourg. An dem Wochenende, für die Funze reden, sind wir mit Mathieu Barthes. Bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu, ich interessiere mich an all die Sachen, aber nicht zu nehmen. Nein, wir haben jetzt am Saison-Di effektivement hier in der Bourse eine Ausstellung, eine Brocante, wie man sagt. Da sind wir 24 Aussteller. Und ich sehe hier Design. Das macht mich nicht dran denken und so, all die Sachen wie Staub drauf sind. Nein, das ist auch die Evolution von der Brocante heute da. Heute da sieht man als Evolution auch in der Brocante. Da findet man also alte Möbel, moderne Möbel auch mit einem Stil industriell, Vintage, wie man sagt heute da. Das ist also, was mehr Metall anbelangt. Und hat man auch Galerie wie hier sehen, wie moderne Sauberkauf, ganz modern Design. Aber das alles werden wir erwähnen in der Viertelstunde auf francebleuelsos.fr. In 2 Minuten werden wir schon einmal sehen, wie das alles anfangen hat. Für euch, für alles so sammeln, ein bisschen so zusammen machen und suchen und Sachen polten. Und ja, die Wohnung ist eine Weile voll, ich streue gar nicht Freude. Ich werde uns das verraten. Noch Jean-Jacques Goldman, au bout de mes rêves auf France Bleu Elsass. France Bleu Elsass. Jean-Jacques Goldman auf francebleuelsos.fr. 10 bis 10. Ich träume immer aus einer Schätzung zu finden. Aber wer weiß, suche wieder. Vielleicht wäre es auch finden am Salon Européen de l'Antiquité, de la Brocante et du Design in Strasbourg, in Bürsersol. Und dem Wochenende, für die Funze reden, sind wir mit Mathieu Barthes. Und Mathieu, schon einmal, wie hat das alles angefangen für euch? Aus einer Schätzung, wenn man so wisst, kann es auch all die Dinge interessieren. Ja, ich habe mich noch immer so all die Sachen Altertum interessiert. Und dann bin ich mal auf Afrika in Sacado, in 1993 bin ich auf Afrika und habe angefangen Afrika-Kunst zu kaufen. Und seitdem bin ich ein bisschen Spezialist, was Afrika-Kunst anbelangt. Ja, und der Sacado, das Rucksack fehlt. Voilà, am Anfang habe ich gefallen und alles ein bisschen wieder gemacht. Und wie sind die Systeme, die dann noch laufen? Ja, gemütlich oder nicht? Wir können noch ein bisschen laufen, was bei Ordnung, aber es ist immer ein bisschen Unordnung dabei. Und wenn nicht verkaufen, was zu viel ist an dem Wochenende? Das hoffen wir. Das ist, wir werden davon reden im Bursasol, wir werden mehr erfahren
du drüber. Und alle Kinder kommen und alle Kinder sich einmal dran interessieren. Es fängt an, man merkt es gar nicht, glaube ich, gell? Ja. Ein Lamp, ein Ding und das. Das ist ja krank, dann eine Kollektion nicht. Hein? Das ist, man ist noch. Man will aber nicht kaufen und anstellen. Man sucht manchmal Sachen, von wie kommt das her? Genau. Auf Internet oder bei Spezialisten. Oder? Genau, die Origin, warum es das gemacht ist, früher, was es für Sinn hat, warum hat man das gemacht. Es hat toujours einen Sens in dem ganzen Ding. Also, wir sind 24 Aussteller am Samstag, Sonntag. Es ist also vom 10. Morgens bis heute um 19 Uhr. In der Salle de la Bourse in Shrewsbury. Da haben wir einen großen Parking, der geht nicht facile. Kann man auch Sachen mitnehmen, zum Beispiel, fürs Zeigen? Ja, man kann Fotos zeigen, man kann die verschiedenen Spezialisten für Bleibs estimieren oder freuen. Die Brokanteure sind immer froh, wenn er Bleibs Zeit oder Bleibs verkaufen hat. Und man kann manchmal Sachen finden, wie man gar nicht weiß, was es wert ist, gell? Genau. Das wird dann auch zeigen. Und natürlich, all die Sachen passen zu neuen Sachen. Es passt ganz gut. Also, so wie es Sucre Salé machen ihr jetzt alte und neue Sachen Design mit alten Sachen auch zusammen. Das passt auch in der Wohnung. Manche haben so alte Mäfle, aber eine neue Tapezierung und sonst neue Lampen vielleicht. Und alter Tisch. Es passt alles zusammen. Es muss nur erst gefallen. Und das werden wir auch finden am Salon Européen de l'Antiquité an dem Wochenende in Straßburg in der Salle de la Bourse. Wir werden alles über ein Programm erfahren, wie wir finden waren, auf brocante-strasbourg.fr. Aber für ein bisschen mehr darüber erfahren, werden wir in 3 Minuten davon reden mit unserem nächsten Rendezvous mit Ensemble c'est mieux auf France 3 Alsace in 3 Minuten, wie gesagt. Das Elsass ist Bitscherland, Mosel, Baden und Württemberg. Das ist France Bleu Elsass. Strüdel steht am Seven auf, macht am Morgen die Lade auf. Das Werfilet wird noch im Bett, weihe de Lied, das geht doch nicht. Brüne schön mit Bandeltron, det seid's halt am liebsten an. Die Stolle schön hat's immer an, weihe de Lied, es passt sich an. Weihe de Lied, noch weihe de Lied. Strüdel macht nicht, was es wott, so wird's nicht oft ausgelacht, weihe de Lied, noch weihe de Lied. Das Leben läuft nicht immer flott, jeder wird mal ausgemacht. Strüdel hat ein roter Hut, vor dem Spiel passt er gut. So geht's nicht nüs unter die Leute, weihe de Lied, noch weihe de Lied. Strüdel hat gern die Farbe an, es läuft als bunte Kleider an. Es läuft noch weiss und schwarz sie an, weihe de Lied, blitzt noch ein Wahn. Weihe de Lied, noch weihe de Lied. Strüdel macht nicht, was es will, so wird's nicht oft ausgelacht, weihe de Lied. Nicht immer flott, jeder wird mal ausgemacht. Jahrelang noch weihe de Lied, sagt es dann, es ist jetzt Zeit. Es macht nichts mehr, noch weihe de Lied, es ist jetzt frei, ja frei und fit. Und jetzt ist's ganz egal. Isabelle Grüßemeier, weihe de Lied. Ja, da macht man manche Sorgen, gell? Das Lied auf Elsass ist genießen. Aus ihrem Album Ich bin da, sie ist da auf dem Rindal-Radiosender. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. Bonjour, Jonathan. Guten Morgen, Hervé. Guten Morgen, Nolan.
Alors, de quoi est-il question aujourd'hui? Oh, heute reden wir von all die Sorgen, von all die Mevel, von Neisorover, oh, denn das passt zusammen. Und das machen wir mit dem Mathieu Barthes, wie mit uns ist, warum wir treffen, an dem wir in Straßburg, durch das Salon Européen de l'Antiquité, de la Brocante et du Design im Bürsersaal. Und Mathieu, wie gesagt, all die Sorgen passen gut mit Neisorover, oh, dazu, gell? Ja, heute das ist das Evolution, hein? Das ist all der Tom, mit Neisorover, mit Modernisorover, es geht alles ein bisschen zusammen. Voilà, sind wir all die Sorgen weggeschmissen und wir neu kaufen. Und das kann man machen, aber nicht wegschmissen, das kann man verkaufen, all die Sorgen bei euch am Salon du, am Sonntag. Ja. Und vielleicht mit frischen Sorgen fortgehen. Vielleicht all die Sorgen, wie frisch für uns sind auch, gell? Voilà, also da haben wir sind 24 Aussteller. Da haben wir einen Spezialist von Fayence de Sarreguemines stehen. Der ist sehr berühmt und richtig Spezialist über die Fayence de Sarreguemines. Da haben wir einen Mann, der verkauft nur Appareil Foto, all die. Da hat man du Design, hein, moderne Sorgen, des années 50, 60. Da hat man Mevel vom 1800, all die Mevel. Elsasser Mevel, Elsasser Marqueterie. Da gibt es einen Spezialist von Valoris, das ist der Verkauf nur Poterie von de Valoris. Das ist auch wieder ein Spezialist. Also wie gesagt, wir sind 24 Aussteller am Samstag, Sonntag. Das ist also vom Morgen um 10 Uhr bis um 19 Uhr. Und für den Design gibt es auch, wie gesagt, Nähmevel noch? Ja, das ist nur Mehlampe, so Design, kunstig. Genau, Lampe. Da hat man, was heute das Motto ist Wind hat. Das heißt, das sind Möbel Indus. Das ist nur mehr, was Metall anbelangt. Atelier Mevel, restauré sind, wie wir in guter Zustand sind. Das ist auch ein Spezialist mit so Mevel. Hat man verschiedene Sachen. Und ihr habt gerne Kunst aus Afrika, glaube ich? Ja, ich bin ein bisschen Spezialist für einfach afrikanische Kunst. Das Ding, was ich von Afrika mitbringe, schon jahrelang. Und ich so auch bei in Europa kaufe, verschiedene Skulpturen, Masken und verschiedene Sachen. Du kannst mir eine Weile so mitnehmen, wie man die Heimkette voilà, wie man gefunden hat im Keller und denkt, ja, das Kind wert hat. Kann man den Spezialisten auch freuen? Sowieso, man kann eine Estimation verlangen, man kann ein Foto bringen, man kann ein Stück mitbringen, man kann das zeigen und dann kann man immer, bien sûr, Antwort geben und das Ding estimieren. Und es ist der Verein des Brocanteurs et Fripiers non sédentaires de Strasbourg, wie das organisiert. Fripiers, was ist das? Fripiers, das sind die Kleider verkauft. Ah. Man ist ein Spezialist mit all den Kleidern, des années 50. Und werden wir für den Karneval vielleicht ein paar Kleider finden? Oh, warum nicht? So ein Kostüm von Freier, wer weiß, das muss man auch nicht fortschmissen. Und es ist, wie gesagt, en Breu, im Börsersaal, Salle de la Bourse, Samstag und Sonntag. Der ganze Tag von 10 Uhr morgens bis auf 19 Uhr und der Eintrittspreis ist 2,50 Euro. Eintrittspreis. Voilà. Für den Verein unterstützen. Ja. Vom 10. bis am 7. Zove. Alle Nachrichten finden wir natürlich auf brocante im Plural Straßburg.fr für den Salon Européen de l'Antiquité de la Brocante et du Design in Straßburg an dem Vorenz. RV, donc, si vous voulez soit faire l'acquisition d'une ancienne lampe ou alors d'un meuble plutôt design, pourquoi pas, allez-y à ce salon ce week-end à la Salle de la Bourse à Strasbourg. On va y envoyer Marcel, je suis sûr que ça va l'intéresser. Il a de la valeur. Merci Jonathan, bonne journée à vous sur francebleuelsace.fr.